Die aktuelle Corona-Krise betrifft ja vor allem arme und prekär lebende Menschen. Also soziale Benachteiligungen, die wir eh kennen, werden durch diese Krise jetzt nochmal ganz besonders sichtbar. Und während man gesehen hat, dass so Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld oder auch Darlehen für selbstständige Kleingewerbe recht schnell auf der Agenda waren, war das Thema Mieten tatsächlich relativ spät erst so im öffentlichen Diskurs. Und ich meine, die Partei, die Fraktion, die Abgeordnete, die das mit zuerst thematisiert hast, warst du, war die Linke. Und du hast mit deinem Referenten Armin Kuhn, glaube ich, schon letzten Montag ein Positionspapier veröffentlicht. Vielleicht kannst du kurz dazu sagen, wie ihr auf den Gedanken gekommen seid und was so Essentials aus diesem Paper sind, was ihr verfasst habt. Ja, wie sind wir auf den Gedanken gekommen? Weil es ja logisch ist, dass wenn jetzt ganz viele Menschen ihre Arbeit verlieren oder einfach Einkünfte nicht mehr in dem Maße fließen, insbesondere diejenigen, die jetzt irgendwie nicht das Privileg von Homeoffice haben, sondern prekär beschäftigt sind, auf Aufträge angewiesen sind, dass die natürlich in Windeseile in erhebliche Zahlungsschwierigkeiten kommen werden. Und wir haben ja jetzt in vielen Städten schon die Situation, dass viele Mieterinnen und Mieter schon jetzt ihre Miete gar nicht mehr bezahlen können. Von denen dürften auch überproportional viele eben auch wenig Einkommen jetzt in der Krise haben, also von diesen Einkommensausfällen auch betroffen sein. Und deswegen war uns relativ schnell klar, wir müssen hier handeln, gerade weil die Regierung da auch nur von Unternehmenshilfen gesprochen hat, aber lange Zeit kein Wort für die Unterstützung von Mieterinnen und Mietern, kein Wort dazu gesprochen hat. Wir haben eben gefordert, dass das Wichtigste erstmal ist, dass Zwangsräumungen gestoppt werden, dass überhaupt Kündigungen gestoppt werden. Ich denke, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass in so einer Krise jetzt die Leute nicht noch nach einer Wohnung suchen müssen oder aus ihren Wohnungen rausfliegen, wo ja Stay at Home gerade die Anweisung ist, die wir alle befolgen sollen und das natürlich auch tun. Damit komme ich zum zweiten Punkt, das Thema Obdachlose, Geflüchtete. Das findet in dieser Debatte bis heute eigentlich noch gar nicht statt. Also die nächste Empfehlung ist ja Social Distancing. Wir sollen alle Abstand halten und dort leben Menschen eigentlich unter unwürdigen Bedingungen in Sammelunterkünften. Gerade in Sachsen ist es ja vielerorts noch der Fall, auch wenn nebendran noch viele Wohnungen leer stehen. Also das kritisieren wir sowieso, aber jetzt gerade in bei dieser großen Ansteckungsgefahr muss dann natürlich ganz schnell was passieren. Die Kommunen haben die Möglichkeit, zum Beispiel leerstehende Wohnungen zu beschlagnahmen oder sie auch anzumieten oder die zu nutzen, die sie selber haben. Viele Kommunen machen es nicht. Aber wir haben halt auch gesagt, der Bund muss hier zum Beispiel helfen, dass die rechtlichen Möglichkeiten dazu auch erleichtert werden. Und dann ist natürlich auch die große Frage, wer zahlt jetzt die Miete, wenn die Einnahmen ausfallen? Und es sieht bisher danach aus und wir finden das eigentlich nicht akzeptabel, dass letztlich die Kosten für diese Krise nur auf Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass es dort erstmal ein komplettes Mieterhöhungsstopp gibt, also dass jetzt nicht in der Krise noch die Mieten angehoben werden können, dass dort, wo Mieterinnen und Mieter besonders betroffen sind, es auch das Recht auf eine Mietsenkung geben muss. Und das Mindeste wäre, dass, wenn es Ausfälle gibt, dass dann halbe-halbe gemacht wird zwischen Mietern und Vermietern. Denn ich glaube, es wäre sehr, sehr ungerecht, wenn Vermieter sich darauf verlassen können, dass sie ihr Geld weiterkriegen und Mieter dann das Geld heranschaffen müssen, was sie jetzt schon nicht haben. Also ich denke, eines sollte klar sein, niemand darf in dieser Krise seine Wohnung verlieren. Das ist richtig. Und die Thematisierung der Frage Aussetzung von Kündigung und Auffang von bestimmten bedrängenden Situationen ist ja jetzt auch ein bisschen in die Politik aufgegangen. Der Bundestag tagt zurzeit und es liegt auch ein Gesetzesentwurf vor des Bundesjustizministeriums, der zumindest vorsieht, die Kündigungen auszusetzen und Mietstundungen zu ermöglichen. Wie positioniert ihr euch zu diesem Gesetzesentwurf als Bundestagsfraktion?
Also erstmal ist es ja ein Schritt in die richtige Richtung. Freue mich auch, dass dort auch zentrale Forderungen aus unserem Papier aufgegriffen wurden. Also es haben sich ja auch der Deutsche Mieterbund viele Mieteninitiativen zu Wort gemeldet und dann musste die Regierung irgendwann reagieren. Das ist gut, deswegen machen wir auch Oppositionsarbeit. Trotzdem bleibt dieser Gesetzentwurf natürlich total hinter den Erwartungen zurück. Wir haben jetzt wirklich auch buchstäblich übers Wochenende und über Nacht noch eigene Änderungsanträge und Entschließungsanträge gestrickt, indem wir weitergehende Forderungen eben treffen. Also beispielsweise Kündigungen sollen, es geht im Kern darum, dass die Regierung sagt, es soll nicht gekündigt werden, wenn die Leute wegen Corona ab dem 1.4. ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Bei mich erreichen jetzt schon viele Gewerbetreibende, Clubbetreiber, Betreiber von kleinen Läden, die sagen, wir können jetzt schon die Einnahmeausfälle, die wir im März hatten, wir können jetzt schon die Miete nicht mehr bezahlen. Also wie ist es nachzuweisen? Und dann ist es so, dass dann weitere Kündigungen auch weiterhin erlaubt werden. Und mir fehlt wirklich die Fantasie, dass jetzt während dieser Krise und dem ja zu erwartenden wahrscheinlich noch weiteren Einschränkungen jetzt plötzlich Leute die Wohnung gekündigt wird. Das ist schlichtweg unmöglich. Deswegen ist eine unserer zentralen Forderungen, dass alle Kündigungen gestoppt werden müssen, zum Beispiel auch Eigenbedarfskündigungen. Es gibt auch keine Regelung über Zwangsräumungen. Also Zwangsräumungen werden in manchen Städten ausgesetzt, in Berlin beispielsweise, aber woanders finden sie auch noch statt. Und das könnte der Bundestag einfach regeln, indem er das Gesetz ändert. So bleibt es jetzt der Entscheidung jedes Amtsgerichtes im Grunde, ob sie das durchsetzen oder nicht. Ich denke, das kann nicht sein. Und auch wir haben dort die Forderung, dass bei Mietverlusten halbe-halbe gemacht wird zwischen Mietern und Vermietern und dass es so eine Art Fonds gibt für besonders Betroffene. Ich will schon sagen, dass wir schon auch die Besitzer jetzt von selbstgenutztem Wohneigentum, die jetzt vielleicht ein kleines Häuschen haben, die kommen natürlich auch erheblich in Schwierigkeiten mit ihren Hypothekenzahlungen. Also das sehen wir schon auch. Auch da haben wir Möglichkeiten, Vorschläge gemacht, dass sie auch am Ende profitieren können, weil niemand soll aus seiner Wohnung fliehen. Stichwort Deutscher Mieterbund und der Gesamtverband der Deutschen Wohnungsunternehmen, glaube ich, heißt er, haben ja zusammen auch einen Vorschlag gemacht, diesen sicheren Wohnfonds aufzulegen. Der findet also gar keinen Niederschlag in der schnellen Bundesgesetzgebung jetzt. Der fehlt. Überhaupt nicht. Das habe ich eigentlich gedacht. Das ist ja so ein typischer GroKo-Vorschlag, kann man sagen. Mhm. Am Ende wäre das halt eigentlich so ein Kompromiss zwischen Mieter- und Vermieterseite. Das ist ja das, was die GroKo gerne, also die Koalition zwischen Union und SPD gerne ja auch so machen möchte. Ich finde das nur eine suboptimale Lösung, das will ich sagen, weil dann natürlich die Mietausfälle durch die Allgemeinheit getragen werden. Ich denke, das wird in einigen Fällen der Fall sein, aber ich finde zum Beispiel für die großen privaten Wohnungsunternehmen wie Deutsche Wohnen und Vonovia, die haben ja Milliarden Gewinne eingefahren in den letzten Jahren, haben sie als Dividende ausgeschüttet, zahlen sich in den Vorständen wirklich Millionengehälter im Jahr aus. Und ich finde nicht, dass denen jetzt der Staat auch noch unter die Hände greifen muss. Da muss es einen klaren Mieterschutz geben, aber da müssen die Unternehmen, die jetzt auf Kosten der Mieterinnen und Mieter gewirtschaftet haben, auch mit zur Finanzierung dieser Krisenkosten beitragen. Und aber umso enttäuschender, dass im Regierungsentwurf noch nicht mal so ein Fonds, so eine Fondslösung gekommen ist. Aber ich denke, dass da wirklich nochmal nachgebessert werden muss, denn diese Corona-Krise wird die Mietenkrise einfach weiter verschärfen. Was können denn Menschen jetzt machen? Genau, dieser Gesetzesentwurf wird wahrscheinlich heute beschlossen, ist damit Gesetzeslage. Sind denn Nachbesserungen noch möglich oder wie kann man jetzt auch Druck machen, um diese Forderungen auch aufrechtzuerhalten oder noch zu unterstützen? Ich denke, Druck machen ist ja total wichtig. Es wäre ja jetzt am Samstag eigentlich der bundesweite oder der Europa, vielleicht sogar weltweite Housing Action Day gewesen. Also es waren ja in vielen Städten auch Demos und Kundgebungen geplant. Die sind vernünftigerweise abgesagt worden. Aber trotzdem haben sich viele verabredet, im Internet, ich sage jetzt mal eine Welle zu machen, Plakate oder Banner aus ihren Wohnungen rauszuhängen. Und ich glaube, das wäre ein guter Tag, jetzt auch nochmal auf die besondere Situation von Mieterinnen und Mietern, insbesondere von den Armen, in der Krise hinzuwirken. Und da muss mehr Druck gemacht werden.
Und ja, also wir haben ja, der Bundestag wird ja weiter tagen. Nach Ostern findet die nächste Sitzung statt und ich hoffe doch sehr, dass da von der Regierung dann weitere Maßnahmen kommen. Also weiter Druck machen ist auf jeden Fall eine gute Prämisse. Vielleicht knüpfe ich nochmal an das, was du am Anfang gesagt hast aus eurem Forderungspapier. Tatsächlich habe ich auch in Sachsen das Gefühl, auch vor dem Hintergrund der Allgemeinverfügung, der Ausgangsbeschränkung, dass die Situation von Menschen, die keine Wohnung haben, vollkommen aus dem Fokus der staatlichen Stellen fordert. Was muss man hier machen? So, wir haben ja auch eine Situation, wo die Kommunen quasi... Ich musste mich mal kurz anders hinsetzen. Ja. Alles gut. Die Kommunen das quasi alleine in der Hand haben, wir auch einen Flickenteppich von Möglichkeiten, Lösungen haben. Was müsste hier passieren? Wohnungslose, Geflüchtete in Sammelunterkünften oder auch Menschen, die aus dem Knast jetzt entlassen werden. Ne? Das sind ja verschiedene Gruppen. Absolut. Also du hast du völlig recht. Das ist auch meine Wahrnehmung. Da wird eigentlich noch überhaupt wenig getan, bis gar nichts. Also ich nehme gerne gute Beispiele von Kommunen an, aber bisher haben mich noch nicht so viele erreicht. Und außer, dass ich schon solche Sachen gehört habe, wie das Obdachlose jetzt auch in Sammelunterkünften untergebracht werden sollen, aber dass sie sich da aufhalten sollen. Aber es gibt ja auch Gründe, warum Obdachlose zum Teil diese Sammelunterkünfte nicht nutzen, weil da beispielsweise sie ihren Hund nicht mitbringen können, weil Alkohol oder Drogen verboten sind, sie aber vielleicht abhängig sind. Also das ist einfach an der Lebensrealität der Menschen völlig vorbei. Und wie gesagt, wir können nicht überall sagen, Abstand halten und dann für Sammelunterkünfte sein. Also das wäre jetzt wirklich, denke ich, das Gebot der Stunde zu schauen, was gibt es noch an leerstehenden Wohnungen, an nicht genutzten Hotelzimmern oder was sich im Moment ja auch aufdrängt. Man sieht es ja jetzt, dass diese ganzen Airbnb-Wohnungen, also Wohnungen, die eigentlich zweckentfremdet werden, nach meinem Verständnis, als Ferienwohnungen, die stehen jetzt leer. Also da gäbe es eigentlich noch Platz, um diese Menschen zu unterstützen. Und ich finde, das ist für uns als Linke auch ein Gebot der Stunde, dass nicht Obdachlose die letzten sein dürfen, an die gedacht wird in einer solchen Krise. Sondern wenn wir jetzt sagen, alle sollen solidarisch sein, dann gilt es eben auch, solidarisch mit den Schwächsten zu sein. Und dazu gehören Obdachlose und natürlich auch Geflüchtete. Vielleicht nochmal den Blick darauf gerichtet, was diese Großvermieter, vielleicht auch börsennotierte Wohnungsunternehmen betrifft, vielleicht auch jetzt Wohnungsverbände. Ich habe selber eine Stellungnahme eines sächsischen Wohnungsverbandes gelesen, der sich sehr kritisch mit dem aktuellen Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums auseinandergesetzt hat. Die sinngemäß gesagt haben, hier so einen Kündigungsschutz, das machen wir nicht mit. Ne? Was nimmst du da wahr? Gibt es auf dieser Seite der Vermieter, die ja auch differenziert zu betrachten sind. Wir haben Genossenschaften, wir haben die ganz großen, wir haben kommunale Wohnungsunternehmen. Gibt es da auch Akteure, die eher solidarisch jetzt mit der Situation umgehen? Oder verhalten sich alle irgendwie scheiße? Nein, also es gibt immer auch es gibt sicherlich auch kommunale Wohnungsunternehmen oder Städte, die auch ihre kommunalen Wohnungsunternehmen, sag ich mal, angewiesen haben, dass sie jetzt bitte auf Kündigungen verzichten. Aber ich sehe es wie du, ich habe auch schon Briefe bekommen. Also es gibt ja auch die Idee, dass jetzt zum Beispiel Wasser und Strom nicht gesperrt werden darf. Das sehen wir ja genauso. Man kann ja jetzt den Leuten, die zu Hause sein sollen, nicht das Wasser und den Strom absperren. Ich finde das auch außerhalb der Krisenzeiten ein ziemliches Unding, wo ich ja auch selber viel zu gearbeitet habe. Allerdings hat sich in der Realität noch nichts geändert. Und da gibt es jetzt auch Proteste von Wasserwerken oder von Stromversorgern, die sagen, dass es ihre Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt. Aber ich denke, jetzt geht erstmal die Gesundheit von Menschen vor und auch die Versorgung von Menschen. Und wir können nicht sagen, bleib zu Hause und bleib gesund und dann habt ihr aber kein fließendes Wasser zu Hause. Das ist undenkbar, weil ja auch die Empfehlung Hände waschen dann auch nicht so gut durchzusetzen ist. Und es gibt Beispiele wie die Hamburger Kommunale Wohnungsgesellschaft oder Landeswohnungsgesellschaft, die tatsächlich von sich aus gesagt haben, keine Kündigung, keine Mieterhöhung. Also wir hören jetzt erstmal auf und verschaffen so ein bisschen Ruhe. Ne? Und das ist natürlich beispielhaft und müsste absolut bundesweit Schule machen. Ich habe auch gehört, aber mir fehlt jetzt natürlich bundesweiter Überblick, wie das gelaufen ist. Genau. Vielleicht zum Schluss, oder hast du noch eine wichtige Botschaft? Sonst würde ich zum Schluss jetzt fragen, was Mieterinnen und Mieter jetzt tun können, wo die sich informieren können, was sie machen können und wie man auch solidarisch sein kann jetzt in der Zeit im Bereich Wohnen und Mieten.
Ja, also was kann man tun? Also erstmal, was können die Leute tun? Sich informieren. Es werden ja heute verschiedene Hilfspakete beschlossen. Also viele haben vielleicht die Möglichkeit, über andere Töpfe ihr Einkommen zu erhöhen. Kurzarbeitergeld, Zuschüsse etc. Das kann ich jetzt natürlich hier nicht auf die Schnelle beantworten. Da muss man sich selber informieren, welche Zuschüsse es auf der Einkommensseite gibt. Ansonsten kann ich in jedem Fall sagen, sich beim Deutschen Mieterbund, beim Mietervereinen beraten zu lassen. Es ist ohnehin schlau, wenn man Mieterin oder Mieter ist, dort Mitglied zu sein. Nicht nur, weil man dann Anspruch auf eine kostenlose Rechtsberatung hat, sondern weil es einfach auch wichtig ist, dass sich Mieterinnen und Mieter organisieren. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Selbsthilfe. Also wer noch irgendwo ein freies Zimmer hat, wer Lebensmittel zur Verfügung stellen kann. Das findet ja zum Teil auch statt, zum Beispiel mit diesen Gabentischen, weil die Tafeln ja auch zum Teil zugemacht haben. Also das sind alles gute Ideen und da hoffe ich auf sehr viel Solidarität und ich denke, die wird auch von vielen kommen. Ja, das denke ich auch, das hoffe ich auch. Mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Es wird auch in der politischen Linken jetzt auch stark diskutiert, oder auch konstatiert, dass bestimmte Probleme, die jetzt auftauchen, zum Beispiel die Sammelunterbringung von Geflüchteten, natürlich Themen sind, die nicht neu sind und die jetzt in der Krisenzeit sozusagen nochmal ein potenziertes Problem darstellen. Fällt dir ein, so ad hoc, was man im Bereich Mieten und Wohnen tatsächlich jetzt auch rüber retten kann, so, ne? Was jetzt für Probleme sichtbar werden, die man auch später sozusagen als Probleme, die nicht allein mit der Corona-Krise verknüpft sind, auch nochmal stark machen kann. Was jetzt schon früher immer falsch gemacht wurde und wo jetzt vielleicht eine Einsicht kommt. Ne? Mhm. Also vielleicht, dass Wohnen keine Ware ist und das Wohnen ein Menschenrecht ist. Das wäre ja eine ganz wichtige Forderung. Die sollte eigentlich selbstverständlich sein, war es bisher nicht. Aber ich bin sehr gespannt, was nach der Krise passiert, ob sich dann mehr Solidarität und mehr Gemeinsinn und mehr Gemeinwohl durchsetzt, worauf ich hoffe und woran wir als Linke arbeiten sollten. Oder ob dann das neoliberale Konkurrenzdenken und die Ausgrenzung der Schwächeren noch krasser werden wird. Ich hoffe natürlich, dass sich eine neue Solidarität und damit zum Beispiel auch solche Ideen wie eine Gemeinnützigkeit auf dem Wohnungsmarkt, dass sie dann irgendwann auch durchsetzungsfähig werden. Okay, vielen Dank. Ein wenig Hoffnung in der Krise und dir noch viel Kraft und Erfolg beim Ringen um gute Lösungen. Dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.